Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Nipska hier! Willkommen zu Draw Standby Main, Deutschlands geilstem Yu-Gi-Oh! Podcast. Und nicht nur hier auf YouTube, sondern natürlich auch bei Spotify zu hören. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Nipska, willkommen, wie geht's dir? Boah, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, was soll ich sagen? Es ist Sonntag, 11.30 Uhr, also quasi mitten in der Nacht für mich. Ich bin schon mittlerweile bei Kaffeetasse Nummer 3. Und was soll ich sagen, ne? Ich versuche jetzt hier mein Bestes, irgendwie entertainmentmäßig was abzureißen, dass die Leute hier irgendwas zu gucken haben. Aber von euch nicht weiß, so viel von mir. Bevor wir mit dem Thema starten, wer es von euch nicht weiß, Nipska hat ein extremes Koffeinproblem. Ja, tatsächlich. Das war ja auch damals hier auf der DM in Bochum, wo wir unterwegs waren mit dem guten Sensei Alex. Der gute Mann geht einkaufen, noch alles für die Bochum-Snacks und sowas. Und ich habe halt wirklich meinen kompletten Rucksack mit 11 leeren Energy-Drink-Dosen war der voll. Also es hat wirklich geklungen wie ein Obdachloser, wo ich unterwegs war. Also von dem Moment, wo mich Nipska am Bahnhof abgeholt hat, bis zum Bus ist eine halbe Stunde verstrichen und da hat Nipska, glaube ich, 3 Stück mindestens reingetübelt. Ja. Also ich habe ein massives Koffeinproblem. Kinders, lernt nicht von mir. Das Einzige, was ihr von mir lernen könnt, ist ein Schlaganfall auf die lange Sicht. Aber das ist wieder was anderes. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema Lernen. Wie lerne ich, ein guter Yu-Gi-Oh! Spieler zu sein? Und das ist tatsächlich das Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen drüber sprechen, wir wollen ja auch besser werden. Ne? Wir sind ja noch nicht die Creme de la Creme, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, was brauchen wir und was braucht ihr, um quasi euer Level nochmal nach oben zu schrauben, um tatsächlich zu einem der, im Optimalfall, besten Yu-Gi-Oh! Spieler Deutschlands zu werden? Und das ist die Frage, die wir uns hier an dieser Stelle stellen werden. Kurz gesagt, geht gut. Wie schon in der Dark Souls Community so gerne mal so um die Ohren geschmissen bekommst, wenn es heißt, ja, scheiße geworden, ja, just geht gut. So, also wir haben es mal gesagt, also weil wir schon bewiesen haben, bei mir im Stream immer viermal die Woche auf twitch.tv/Nipska ab 18 Uhr, sieht man ja, dass ich jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, der eloquenteste Yugi-Spieler bin. Ja, eventuell ist meine Deck-Choice mit Gem Knight auch jetzt nicht die beste in der Regel, aber es ist alles ausbaufähig, muss ich jetzt schon mal sagen. Aber nicht nur ich bin scheiße, sondern du auch. Darauf bestehe ich jetzt erstmal. So sieht's aus, ja, tatsächlich wirklich ausbaufähig. Also, immer ein gutes Grundverständnis ist da. Wir kennen die meisten der Rulings, wissen auch, wie man eine Karte richtig rumhält. Aber es gibt tatsächlich, ich sag mal, wenn man gegen einen kompetitiven Spieler spielt, der das tatsächlich zu seinem, ich sag mal, Hauptberuf gemacht hat, merkt man schon sehr, sehr krasse Unterschiede. Ja, und zwar, das ist genau das, weil ich habe ja schon immer wieder mal Pro-Player bei mir auf dem Kanal reingeholt, so wie den Joshua Schmidt oder jetzt hier den deutschen Meister Daniel Hartmann, und haben ja immer wieder mal gelabert, was so einen guten Spieler mit ausmacht. Und es gibt ja mehrere Faktoren, und alleine, wenn ich schon mit diesen Leuten rede, dann merke ich einen massiven Unterschied zwischen einem, wie soll ich sagen, Pro-Player und einem Normalsterblichen wie mir. Also man darf jetzt halt aber auch nicht sagen, zum Beispiel jetzt der gute Dennis und ich, wir beschäftigen uns ja eh schon außergewöhnlich viel mit Yugi. Das darf man jetzt halt auch nicht vergessen. Also ich würde mal sagen, wir sind so Mittelscheiße, würde ich jetzt mal sagen. Du und ich so, oder? Mittelgut oder Mittelscheiße, je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ja, also sowas würde ich jetzt einfach sagen. Aber es ist halt definitiv noch ausbaufähig. Und ich muss ja zum Beispiel sagen, das erste Mal, wo ich ja schon wirklich gedacht habe, oh fuck, das ist ja wirklich, wo ich auf Alexander Hulsch getroffen bin, hier auch von Junks. Und seitdem nenne ich den auch immer ganz halt hier Sensei Alex, und zwar der gute Mann. Es ging damals um Deckbuilding. Und das erste, was ich damals nicht gerallt habe, ist beim Deckbild, wie hart du diesen scheiß Deck-Calculator abused. Wer es nicht weiß, was das ist, und zwar, das ist eine Seite, heißt Yu-Gi-Oh!.party. Ist erstmal am Anfang nur so ein Ratio-Rechner. Weil, Fun Fact, Tritron-Spieler, wirklich, die holen sich einen auf diese Prozentzahlen runter. Und du rechnest aus, in was für einen prozentualen Anteil du eine bestimmte Karte ziehst. Zum Vergleich, zum Beispiel, ich habe das damals versucht, Cyber Dragon möglichst viable zu machen. Du hast nur 6 Kopien von Cyber Dragon Core, was das Ganze betrifft. Du hast 3-mal Emergency und du hast 3-mal Core. Punkt. 6-mal Core, was das Ganze betrifft. Dann mit einer Starthand von 5 Karten hast du eine Chance von
60% einen Chord zu ziehen. Irgendwie sowas. Ich nagel mich nicht auf die Zahlen fest, dass es jetzt einfach nur mal so grob ist. Aber dann gehst du ja aber second mit dem Deck, dann hast du eine 6 der Handkarte. Dann bist du irgendwie bei, was, 65% Chance, das Ding zu ziehen. Was on paper scheiße ist, weil, Zitat Sensei Alex, alles unter 85% ist nicht tragbar. Und dann musst du erstmal gucken, dass du diese Zahlen, damit du deine Starter ziehst, passen. Also das ist erstmal so ein ganz großes Ding, wo viele Pros beim Deckbuilding rumsitzen hier das Ganze, ist mit wie viel prozentuale Wahrscheinlichkeit habe ich, dass ich Karte XY ziehe, go first, go second und bla. Und das war so das allererste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, Kinderkartenspiel. Genau, ich verlinke euch mal den Calculator auf jeden Fall unten, entweder in die Kommentare oder auf jeden Fall in die Beschreibung. Könnt ihr mal draufklicken und euch selber ein Bild davon machen. Es ist im Endeffekt ein Tool, wo ihr quasi die Anzahl eures Decks, also die Deckkartenanzahl einträgt. Dann natürlich, ich sag mal, nehmen wir jetzt eine Karte wie Pot of Prosperity. So, und da sagt ihr, davon habe ich 3 Kopien in einem 40-Karten-Deck. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Karte auf meiner Starthand haben werde? Und genau dafür ist dieser Calculator da. Das heißt, ein Pro-Spieler geht mathematisch, nicht nach Gefühl oder nach Artwork ans Deckbild, sondern er geht mathematisch ran. Wie konstant kann ich mein Deck bauen? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich an meine Key-Combo-Karten komme? Wie wahrscheinlich ist es, also auch vor allen Dingen Going First oder Going Second, wie viele Hand-Traps brauche ich zum Beispiel, wenn ich welche ziehen möchte? Going first und going second. Ab 41, 42 Karten, so wie viele Handtraps muss ich drin haben, um wenigstens eine auf meiner Starthand zu ziehen, zu sehen, um quasi, wenn ich second gezwungen bin, auch interrupten zu können. Wie viele Handtraps brauche ich ab einer Kartenanzahl von 45, 46, 47 Karten im Main Deck? Und all das könnt ihr mit diesem Calculator ausrechnen und all das machen Pro-Player, um ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine bestmögliche Hand zu ziehen. Im Verlauf des Turniers, weil, ey, also, ich sag mal, 8 bis 12 Runden so permanent gute Starthände ziehen, da kann man dann halt auch nicht mehr von Glück sprechen, so, das ist dann schon ausgerechnet. Das ist es. Zum Beispiel jetzt hier auch unser Head Judge von TCG Online Locus, Xardas, also, bei uns läuft so ein bisschen so das Meme rum mit der Mathe-Mann, der lebt ja auch wirklich in dem Ding, da schaut das dann nicht mal lieber. Und zwar, jedes Mal, wenn er gegen Flanders spielt und er frisst einen Shifter, dann brüllt er ganz, ganz laut 33%! Und wirklich, dann kriegt das blanke Kotzen. Aber da sprichst du auch schon das Richtige an, wenn du über Flanders sprichst, tatsächlich auch Deckwahl, ne? Also nicht nur, welche Karten haue ich rein, in welcher Anzahl, sondern was wähle ich für ein Deck? Also ich bin ja oft so, im ersten Moment gehe ich nach Artwork. Klingt bescheuert, aber ist so. Ich bin optischer Mensch, das heißt, ich gehe im ersten Dings nach Artwork und dann schaue ich mir an, taugt das Deckthema was oder nix? Wenn es gar nichts taugt, dann streiß ich es direkt von meiner Liste und denke mir, ach komm, das Geld brauchst du gar nicht rauswerfen, weil das kann eh nichts werden, hast du keinen Spaß mit, weil du immer nur auf den Sack bekommst. Wenn das Deckthema so mittelgut wird, so, dann sage ich, okay, cool, eine Rogue-Strategie, freue ich mich drüber, gönne ich mir die Artworks, finde ich geil, mache ein bisschen hier und da, hau ein Deckprofil raus und spiele for fun. Wenn es dann, wie im Falle von Despia, tatsächlich zu einem Meta-Deck wird, dann klatsche ich natürlich in die Hände und denke mir, geil, geiles Artwork, geiles Deckthema, macht auch noch mega Spaß zu spielen, ist nicht einfach nur ein stumpfes Meta-Deck, sondern es macht sogar Spaß zu spielen, alles richtig gemacht. Also, ja, erstmal die Deckwahl. Also, bei mir, das Problem ist, ich funktioniere halt genauso. Ich bin halt auch im Kopf 12, weshalb ich halt sage, oh, Artwork muss erstmal passen. Das ist auch etwas, was ich ganz, ganz liebe bei den ganzen Sachen. Großes Problem ist halt, also, wenn du jetzt, das heißt ja nicht Problem, wenn du jetzt in einem Pro-Player kommst mit, ja, aber die Artworks passen nicht, dann spuckt er dir vor die Füße und sagt, verpiss dich. Also, das genau, ist dem ist es egal. Das ist das Gute. Genau, genau das richtig. Maximale Effizienz. Oh. Und das ist egal, genau, wie die Karten aussehen. So für einen Pro-Player ist das, also in der Regel so, ist das einfach nur, den interessiert der Effekttext. Was da oben für ein Bild drüber ist, das ist Wumpe. Genau. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch erstmal wieder, seit kurzem wieder Despia angefasst. Ich muss sagen, Despia ist ein mega cooles Deck, macht halt auch Spaß. Einfach nur die Artworks und sowas. Darum liebe ich auch Drytron und darum ist auch mein Lieblingsdeck of all time hier Cyber Dragon. Einfach nur, weil die Artworks gut ist, auch wenn das Deck komplett ass ist. Und ich finde auch die Hero Artworks ultra cool, aber das sind halt keine guten Decks jetzt, bis aus die erst beiden genannten Decks, was das Ganze betrifft. Jetzt schauen wir mal bei der Deckwahl. Und zwar, du guckst wirklich tatsächlich, und zwar bei der Deckwahl, womit die immer raus
ausgehen. Wenn wir jetzt sagen, ja, du und ich, wir wollen jetzt mal richtig durchstarten, ne? Wir gehen da jetzt mal, greifen wir schon mal kurz vorab. Wir haben jetzt als nächstes das Splite-Format vor uns. Mhm. Und jetzt müssten wir jetzt schon theoretisch testen und dann uns wahrscheinlich für eins von zwei Decks entscheiden. Splite oder Tier Elements. Oder du sagst, boah, Alter, jetzt bin ich richtig spicy und ich gehe mit Exorcister. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Underdog-Ding da, was da ziemlich gut funktionieren soll im ganzen Haufen. Dass du eins von diesen drei Decks spielst. Was anderes würde erstmal gar nicht in die Tüte kommen. Erstmal das bei der Deckwahl, weil es ist halt einfach nur so, weil ich glaube, du hast jetzt auch schon mal Splite angefasst, mal grob, ne? Ja, ich habe gesehen, was das Deck so macht, so beschäftige mich aktuell genau. Aber mehr mit Tier Elements. Ich habe mich mal mit Splite und Tier Elements, haben wir ja mal im Stream bei mir, sind wir mal grob so drüber gegangen, was die Decks kann. Das sind ja komplett bescheuert. Also, ja. Wer gesagt hat, Despia ist unfair, Leute, Power of the Elements wird geil. Also, das wird komplett, ab dem Moment wird es komplett kernbehindert, was das Ganze betrifft. Das Ganze, kann ich euch versprechen. Auf jeden Fall, dass es dann wirklich auf ein, dass man sich für eins von den beiden Decks macht. Da ist es jetzt nicht mit, oh, ich liebe aber Drytron so sehr. Ja, nee, dann wird halt auch Drytron in den Schrank gepackt, auch wenn Vanity eine gute Karte ist. Einfach nur, weil Drytron goes second versus Splite, wenn du jetzt nicht unbedingt dann Droplet Hardraw hast, hast du eine scheiß Zeit. Mhm. Und das Ding ist, auch noch bei Deckwahl ist, ich sag mal, ich bin, mittlerweile habe ich so ein bisschen abgelegt, aber ich bin ein Purist. Ich mag die Deckthemen pur spielen. Das ist einem Pro-Player egal. Der packt so viele Engines rein, die miteinander funktionieren, die einfach Vollgas reingehen, wo ich dann sage, guck mal, das ist aber nicht so schön, wenn diese Punk-Karten hier in dieses Phantom Knights-Deckthema integriert werden. Ja. Das ist einem Pro-Player egal. Absolut. Zum Beispiel, ich wollte ja auch Pure spielen. Das war, als ich, sagen wir mal, meine kurze und sehr, sehr frustrierende Gen-Night-Phase hatte. AKA vor einer Woche. Hast du das Deckthema wieder zur Seite gelegt, oder was? Der Haufen ist im Binder gelandet. Das ist so ein Mülldeck. Auf jeden Fall, da wollte ich, so gut es geht, Gem-Knight Pure spielen. Weil ich, Kinas, weil ich habe mich komplett in die Artworks von Gem-Knight verliebt. Warum? Leute, guckt euch einfach Master Diamond an, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall, Gem-Knight wollte ich so gut es geht Pure spielen. Und alle sagen so, nee, spiel mit Adamantipator. Ja, okay, cool. Wollte erstmal Pure spielen, ist komplett Dog Breath. Dann habe ich die Adamantipator-Karten reingespielt, habe einen Gem-Knight FTK. Ich kann ihn mittlerweile, ist aber auch nur eine swifte 5-Karten-Kombo. von dem her ist absolut consistent, ne? Und hab dann das Ding jetzt auch wieder am Binder verschwinden lassen, einfach nur, weil der Haufen wirklich schlecht ist. Aber ich guck, wenn ich erstmal so ein Deck anfasse, es möglichst pure zu spielen. Nur es gibt tatsächlich Decks, die pure nicht funktionieren. Zum Beispiel Cyber Dragon ist so ein Deck, das würde ich pure nicht mehr spielen. Ich würde es immer mit einer Cyber Dark Engine spielen, ich würde es immer mit Therion spielen mittlerweile. Einfach nur, weil es so viel besser ist. Wer was anderes sagt, ja, Schuld, Gratulation, I don't care. Und dann gibt es aber auch diese Decks, die nur aus Engines bestehen. Ich glaube, vorher war tatsächlich das Vorzeigedeck war Invoke Dogmatica Shadol. Das waren ja drei Engines zusammengepresst. Das war, nennen wir es mal Shadol, der Part ist eigentlich auch nur drin, weil du das One of Skizzen gemaint hast und dann hast du Winder im extra Deck gehabt. Dann hast du halt noch natürlich die Alistar Engine gehabt und dann was? Zwei Ecclesia, Fleur und Maximus im Side und halt noch ein Nadir. Und das war's. Der Rest war Handtraps in dem Haufen. Das war auch eine Engine-Deck. Und das Deck wurde ja auch mittlerweile komplett abgelöst durch diese, sagen wir mal, gottlose Kreatur, die wir als Based kennen heutzutage. Based 1.0. Und das Ding ist ja auch gekillt worden, aber komischerweise, dank der Punk-Engine, gibt's jetzt Based 2.0, was exakt dieselbe Scheiße macht im Nachhinein. Ja, also durch die Punk-Engine kannst du halt also wirklich so viele Deckthemen miteinander zusammenbringen. Also ist schon wirklich, ja, jenseits von Gut und Böse. Und dreimal Emergency Teleport ist natürlich auch nicht leichter. Die Karte ist so broken. Ich denke, Erinnerung, wenn ich an Itali denke. Itali, gute Karte. Das ist so eine Scheißkarte. Ne? Und allein, da merkt er schon, dass das, also unsere Gedanken. Also allein so, wie wir über Deckwahl, Deckchoice, Spielspaß denken, allein das unterscheidet uns quasi schon mal von einem Pro-Player, der komplett mathematisch nach Effekttext, nach maximaler Effizienz irgendwie seine Decks baut. Ja, korrekt. Also das Ganze ist also wirklich Deckbuilding. Also dieses Pure wird komplett über den Haufen geschmissen, sondern was ist das Beste?
Das Einzige, wo ich sagen musste, das verstehe ich bis heute nicht, warum jetzt unser guter Boy Puck und Jesse Cotton gemeint haben, nee, Branded Predator Blend ist besser als Branded Despia. Das verstehe ich bis heute nicht. Weil ich finde Branded Despia tatsächlich besser als Branded Predator Blend. Und Fun Fact, das verliert alles gegen dieselbe Scheiße. Ja. Also, ist egal, ob du das Predator Plants mit drin hast oder nicht, verreckt beides an D-Barry. Das verstehe ich tatsächlich bis heute nicht. Wieso, weshalb, warum man den Haufen so spielt. Genau, also auch fürs zukünftige Format behaltet D-Barry ist weiterhin eine gute Karte. Ja, D-Barry, sehr gute Karte. Also da gibt es keine Diskussion, ob man die Karte jetzt weiterhin spielen soll oder nicht. Lass die einfach drin. Habe ich schon bei mir im Stream gesagt, Kinders, wenn wir uns treffen, ihr seid Teil unserer Community. Ich frage, was hast du im Side-Deck? Und du sagst, du hast keine D-Barry. Nackenklatsche. dass man dann sowas machen. Absolut wichtige Karte mittlerweile. Also, dass man dann einmal so beim Deck-Build das Ganze so haben, also diesen Pure-Gedanken tut man über den Haufen werfen. Da muss man sich natürlich schauen, erstmal über die Deck-Choice, dann schaut man im Format, was ist gerade gut, haben wir schon gesagt, Splite oder Tier-Elements, dass man das Ganze so haben. Dann Zum Format noch ganz kurz, es gibt ja tatsächlich auch, ich sag mal, wie nenne ich, klar gibt es die, sag mal, die Tier-1-Meta-Decks, aber es gibt auch immer wieder Rogue-Decks, die im gewissen Format mal besser, mal schlechter funktionieren. Und auch da, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich ein Format genau anzugucken und auch zu gucken, wenn man eine Anti-Meta-Strategie spielen möchte, welche Anti-Meta-Strategie funktioniert denn aktuell? Also, ne, Exorcista ist gerade ein Thema, weil auch Splite und T-Elements vor allen Dingen viel auch über den Friedhof gehen so. Das heißt, natürlich ist der Exorcista prädestiniert dafür, da einfach mal reinzugrätschen. Aber auch, es gibt quasi, ich sag mal, ältere Decks, nenne ich es einfach mal sowas wie Altergeist oder von mir aus Dinos oder was auch immer, die dann eventuell auch noch von der Banlist, die kommt, wie heißt das? Nicht bestätigt, befürwortet, komm, jetzt bin ich mir das Wort, begünstigt werden. Sodass ihr dann quasi euch auch, wenn ihr Anti-Meta spielen wollt, weil ihr keinen Bock habt, Geld für Meta auszugeben, euch mit dem Format wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigen müsst, um die richtige Anti-Meta-Strategie zu wählen. Also das kann man schon definitiv auch schon mal sagen, so in dem Bereich. Dann ist natürlich noch eine wichtige Geschichte, und zwar beim Deckaufbau. Worauf müsst ihr euch vorbereiten? Auf was für Sorte Decks? Und zwar, damit meine ich jetzt nicht, welche Deck-Choice soll das, und zwar generell, das war, glaube ich, im Deck-Profile von Daniel Hartmann was ziemlich gut erklärt, und zwar, was für eine Sorte von Tech-Karten spielt man? Was für ein Format haben wir denn? Zum Beispiel, wir gehen jetzt mal rein, Beispiels Drytron. Ich kann jetzt hier von Drytron reden, weil Drytron ist so das Deck, was mir im Kopf geblieben ist. Handtraps gegen Drytron. Du musst exakt wissen, wo du eine Handtrap schmeißt. Ansonsten eine blanke Ash irgendwo rein ist wirklich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Macht gar nichts, interessiert nicht. Zu Deutsch, wenn du gegen High Combo spielst, spiele ich da lieber Handtraps oder spiele ich lieber Boardbreaker-Karten. Wenn ich gegen Midrange spiele, spiele ich lieber das, wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel, Zitat, bei dem Punktherium-Bild, was jetzt auch unser guter Herr Hartmann auf der DM gepilot hat, hat er sich absichtlich für TTT entschieden, also das Ding zum Main. Warum? Weil wir haben ein Format mit vielen Midrange-Decks. Und Midrange-Decks neigen dazu, viele Handtraps zu spielen. Bestes Beispiel für das, glaube ich, most balanced Midrange-Deck, was je durch die Gegend gelatscht ist, balanced für die Zeit, war Tri-Brigade. Tri-Brigade konntest du pure spielen, dann hast du zwar nur ein Banish gehabt, was das Ganze betrifft, und vielleicht halt, je nachdem, was am Backroll gezogen ist, aber du kannst wirklich einen Haufen Handtraps spielen, einen ganzen Haufen. Und daraufhin hat er sich auch mit seinem Deck vorbereitet, zu Deutsch mit TTT. TTT ist eine amazing Karte, wenn es drauf geht. Wenn du spielst jetzt gegen Despia, weil Despia spielt jetzt mittlerweile wieder Handtraps, haben sie dazu zurückgefunden, Entschuldigung. Oder es gibt halt Decks, das ist Tri-Brigade, die immer noch hier und da Play sehen, die halt auch Handtrap spielen, da ist TTT super tatsächlich dagegen. Wenn du jetzt aber gegen Drytron spielst, also Drytron spielt keine einzige Handtrap. Die einzige Handtrap, die Drytron spielt, in der Regel, ist das One of Orange Light und das One of Lancea. Ich habe, glaube ich, noch Greenlight gespielt, aber es war's auch. Also du brauchst TTT, brauchst du tatsächlich nicht gegen Drytron spielen. Was heißt, wenn du in ein High-Combo-Format reingehst, wo du tatsächlich Splite so ein bisschen hinschieben kannst und Tier Elements, macht das dann Sinn, Handtraps zu spielen und TTT? Oder da wird mal wieder der Droplet oder Darkruler Main ausgepackt? Das ist jetzt die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss in dem Bereich. Vor allen Dingen ist auch eine so denkt.
Genau, vor allem ist auch eine Frage des eigenen Skills, sage ich mal. Also wie gut kenne ich das Format, wie gut kenne ich die anderen Decks? Weiß ich zu 100%, wo eine Ash Blossom wehtut? Oder schenke ich mir die Ash Blossom im Main und entweder baue ich, ich sag mal, Floodgate Handtraps in mein Deck, wie zum Beispiel Shifter oder Kauz und Schlossvogel, Droll und Lockbird, wo ich sage, egal wann ich die werfe, die wird dem Gegner wehtun, ich muss nicht den genauen Zeitpunkt abpassen. Genauso sieht es halt dann auch mit den Boardbreaker-Karten aus. Going second, side ich mehr Handtraps wie Nibiru oder was auch immer rein, in der Hoffnung, dass mein Gegner kein Negate vorher baut, bevor ich meine Handtrap werfen kann. Oder, mach ich simpel, ich lasse meinen Gegner bauen, ich lasse ihn spielen, aber ich bin ganz entspannt und beruhigt, weil ich weiß, ich habe mein Droplet, mein Dark Ruler No More, mein Lightning Storm, Raigeki, Schwarzes Loch, was auch immer ihr spielen wollt, Flederwisch, den habe ich auf der Hand und egal, was er mir hinlegt, ich negiere sein gesamtes Board und dann gehe ich mit meiner eigenen Combo durch und nehme während meiner Combo sein Deck auseinander, sein genau. Endboard auseinander. Hat auch was mit Skill zu tun, ne? Also kenne ich alle Decks perfekt, dass ich weiß, wann ich was werfe? Oder bin ich eher so, ich weiß nicht so richtig, was das Deck macht? Dann ist vielleicht eher ein Boardbreaker-Karte sinniger. Ja, also man merkt da schon definitiv, was da besser ist und was nicht hier in dem Bereich so. Also ich selbst zum Beispiel neige zu meinem Deckbuild, also ich gehe immer mehr von Handtraps weg, weil ich persönlich jetzt für meinen Playstyle, ja, ich weiß, ich bin keine hier Beispielfigur, Kinnas, und nehmt euch, ich weiß jetzt nicht, wie sehr man mich jetzt hier nehmen kann, also ich bin jetzt wirklich kein guter Spieler. Aber bei mir ist es wirklich persönlich so, ich habe lieber Combo-Pieces und halt eine Boardbreaker-Karte, die ich ziehen kann, die Sport wirklich break. Weil du kannst von diesen Boardbreaker-Karten tatsächlich weniger spielen, weil es reicht, wenn du nur eine davon topdeckst. Und das heißt, die sechste Karte, die du ziehst, kann Boardbreaker sein, weil ich schon oft genug gefühlt habe, zum Beispiel, ich spiele gegen, lass es Salad sein, ich gehe, verliere den Die Roll. Er baut hier seinen Sunlight Wolf, Baguska plus 2 Set. Oh wow, was könnte das so sein? Okay, draw for turn, Nibiru. Geil, denke ich mir, super geil. Oh, wirklich, da hast du ein gutes Gefühl dabei. Weshalb ich mir angewöhnt habe, ja, also der beste Top, der jedes Mal, wenn ich ihn sehe, Droplet, wirklich, dann geht mir das Herz innerlich auf. Und natürlich lieber sowas hier top decken, anstatt ist nochmal eine Handtrap. Weshalb ich halt lieber ein Deck spiele, sagen wir mal, mit was? 6 bis 8 Boardbreaker-Karten. So habe ich auch meine Cyber Dragon Builds gemacht. Ich glaube, der hat 10 Boardbreaker gehabt. Aber dafür ist es halt egal, weil die kannst du halt auch Go Second als 6. Karte ziehen. Und die Karte kannst du dann wirklich hinsetzen und dann einfach sagen, und dann kannst du deinen Scheiß machen, anstatt mit Handtraps. Weil Handtraps sind persönlich mir zu unreliable, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich bin kein Pro. Wie gesagt, Kinders, nehmt euch ja mir kein Beispiel. Das ist nur meine persönliche Präferenz hier. Bei mir geht es tatsächlich ähnlich, vor allen Dingen, weil du ja Going Second mit der 6. Handkarte einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, eine Boardbreaker-Karte zu ziehen. Also so bin ich auch in die deutsche Meisterschaft gegangen. Ich habe natürlich Handtraps gemained, so, aber auch nicht ohne Ende. In Despair halt auch nicht möglich, dass du quasi, ich sag mal, 12 bis 15 Handtraps spielst, so würde ich nicht machen. Aber Goings, ich hatte, glaube ich, im Side-Deck, ich müsste mal drüber nachdenken, ich glaube, ich hatte keine Handtrap, bis auf Kauz und Schlossvogel, hatte ich keine Handtrap drin. Ich habe dann Boardbreaker gesided. Also jedes Mal war wie ein Fest für mich, 3 Dark Ruler No More und 3 Lightning Storm aus dem Side-Deck ins Main-Deck zu schieben. Und wenn du Going Second, vor allen Dingen auch noch in Spiel 3, in einem entscheidenden Spiel mit einem der beiden Karten eröffnest oder die Top-Decks als 6. Karte, Alter, da klatschst du in die Hände, weil der Rest deiner Hand in der Regel Full Combo ist und du dann einfach quasi durchs gesamte Board durchgehen kannst. Das ist, also, klingt jetzt doof so, also ist nicht einfach, aber es fühlt sich einfach, also du hast ein sichereres Gefühl. So, klar kann der Gegner auch Handtraps haben, aber negieren, ausschalten, zerstören und dann voll rein mit deiner eigenen Combo. Eben, und das finde ich persönlich auch angenehmer vom Playstyle her, als wenn du jetzt sagst, okay, ich hoffe, ich habe jetzt hier eine Ash gezogen oder nicht. Die einzige Handtrap, die ich wirklich noch spiele im Side oder im Main, weil es halt wirklich ein bisschen wie ein Boardbreaker fungiert, weil du brauchst nur eine davon und das Board ist gebrochen, basically ist Droll. Weil wenn der Droll fliegt gegen das richtige Deck, ist zu 90% okay, Past Turn. Du brauchst nur eine Kopie davon. Ash, dann musst du meistens eine Ash unten im Perm ziehen. Verstehst du, was ich meine? Und bei sowas wie Droll, Lightning Storm, Dark Ruler reicht eine einzige Karte. Deshalb ich sowas wirklich tatsächlich präferiere. Dann kannst du einfach nur 40 Karten Combo Pieces in deinem Deck spielen. Weil ich muss halt sagen, ich bin mittlerweile komplett weg von Control, weil ich finde Control komplett langweilig vom Playstyle her. Aber das ist wieder was anderes. Ah, so. Ja, das moderne Control ist, ja. Ja, so, Herr DTV, ich gucke auf die Uhr und ich würde es mal sagen, wir gehen jetzt mal rüber in Part 2, oder?
So sieht's aus. In Part 2 gibt es, also sprechen wir weiter über dasselbe Thema. Wie werde ich besser in Yu-Gi-Oh? Was unterscheidet unser einer von einem Pro-Player, von einem Daniel Hartmann? Und da werden wir über so Themen wie Skill, Knowledge, Rulings natürlich sprechen. Wie bereite ich mich denn auf so ein großes Event vor? Allgemein, wie trainiere ich? Und am Ende sprechen wir natürlich auch über die Persönlichkeit. Ne? Man muss natürlich auch ein kompetitiver Charakter sein. Man muss ins Haifischbecken reinspringen wollen und sagen, alles klar, ich beiß hier die ganzen Guppies weg. Über all das werden wir tatsächlich in Folge 2 sprechen. Also direkt im Anschluss hieran zu Nivsko auf dem Kanal Folge 2 gönnen. Alrighty, ihr Lieben. Also, Kinders, wir sehen uns gleich weiter. Bis dann. Bye. Ciao.